Nächster Redner ist Felix Eipeltauer, er ist Abgeordneter der NEOS. Der Ökonom Professor Fritz Schneider von der Kepler-Uni Linz hat vor kurzem gemeint, nichts hat in der Krise so floriert wie der Pfusch. Und da bin ich mitten im Thema, Herr Minister, denn das, was Sie im letzten Jahr dem Nationalrat an Husch-Pfusch-Gesetzen vorgelegt haben, das macht mich als Juristen vor allem wirklich grantig und betroffen. Und Herr Minister, Sie trauen sich auch heute bedauerlicherweise dem Nationalrat im Detail wirklich haarsträubende Änderungen im Epidemiengesetz vorzulegen. Ich kann mir das nur mit einer geschmolzenen Portion Wurstigkeit Ihrerseits mittlerweile erklären. Worum geht es mir? Mir geht es um den unnötig komplizierten Versuch, den Ausweis von Geimpften oder Genesenen separat sozusagen zu machen, statt mit dem E-Impfpass oder ELGA zu arbeiten. Und Herr Minister, Sie wurden ja von der ELGA GmbH mit einer umfassenden Stellungnahme gewarnt, dass dieses Gesetz, das Sie hier heute vorlegen, komplett gegen das wichtige ELGA-Prinzip verstößt. Denn die Bürgerinnen und Bürger in Österreich müssen jederzeit wissen und wissen können, wer auf ihre Gesundheitsdaten zugreift. Und Ihr Gesetz, Herr Minister, unterläuft genau das. Herr Bundesminister, wenn Sie künftig täglich eindeutig zuordnenbare, personenbezogene Impfdaten aus dem ELGA-System absaugen und irgendwo geheim verwurschten, wenn Sie das machen würden, wenn Sie das machen, dann hat der Bürger, der betroffene Bürger, keinen Einblick mehr, was mit seinen ELGA-Gesundheitsdaten passiert, wer zugegriffen hat. Und nicht nur, dass die ELGA GmbH Sie gewarnt hat, sie hat auch Lösungsvorschläge gebracht. Und auch der Nationalrat hat Sie bereits im Mai 2020 auf Initiative von uns NEOS dazu aufgefordert, den umgekehrten Weg zu gehen, EMS-Daten ins ELGA-System nicht umgekehrt, weil nur dann für Bürgerinnen und Bürger jederzeit ersichtlich ist, was mit ihren Gesundheitsdaten geschieht. Und logistisch wäre das auch leicht lösbar gewesen. Wir haben ja heute das Gesundheitstelematikgesetz auch noch zur Debatte. Es ist bedauerlich, dass Sie diese Gelegenheit auch nicht genützt haben. Und wundern tut es mich nach einem Jahr der Gesetzesfusche nicht mehr wirklich. Was mir aber sehr wundert, ist, dass nicht nur die ehemalige Datenschutzpartei der Grünen, sondern auch die SPÖ hier offenbar zustimmen möchte. Und es ist ja nicht, Herr Minister, der erste Gesetzespfusch, den wir aus Ihrem Haus erleben. Niemand beim VfGH oder bei der Datenschutzbehörde und auch nur mal wenige Bürgerinnen und Bürger fürchten irgendjemanden so sehr wie Sie und Ihre Logistik. Die funktioniert einfach nicht. Bleiben wir beim E-Impfpass und zwar völlig abseits vom Corona-Chaos. Der wurde 2018 auf NEOS-Initiative initiiert. Die Ministerin Hartinger-Klein hat dann begonnen, daran zu arbeiten. Ministerin Zafel hat im Dezember 2019 den Gesetzesentwurf vorgelegt. Und dann kamen Sie, Herr Minister, in Verantwortung und haben Sie sicher wirklich eine Reihe an Hoppalas geleistet. Erstens einmal gab es ein riesiges Datenschutzleck im E-Impfpass-Gesetz. Da braucht es dann einen medialen Aufschrei der NEOS, damit dieser Datenschutz-Supergau verhindert wird. Zweitens einmal haben Sie den E-Impfpass ja bis heute nicht wirklich umgesetzt und bei über 10% der Impfungen wissen Sie nicht, laut Website, wer geimpft wurde. Und drittens einmal lese ich heute in der Kronenzeitung, dass nur ein Drittel der Geimpften über 75 Jahre ist. In Niederösterreich und Wien sogar nur 20%. Und die Bundesländer impfen also, wen sie wollen, weil sie nicht kontrollieren können oder wollen, nicht können aufgrund des unfertigen E-Impfpass-Gesetzes. Und Hoppala 4 folgt heute. Es wäre vermeidbar gewesen, es wäre besser gegangen. Und besonders schade ist, dass auch die SPÖ hier offenbar zustimmen möchte. Kritik an der Absaugung der ELGA-Gesundheitsdaten und die Einspeisung ins elektronische Meldesystem EMS gibt es von Felix Eipeltauer von der NEOS. Dieses Gesetz sei für ihn verpfuscht. Auch bei der Einführung des elektronischen Impfpass habe es eine Reihe von Hoppalas gegeben.